Hallöchen, ihr Lieben, und auch der schnarchende Sokolov wünscht euch einen schönen, lieben, netten Tag oder Abend. Und wir sind hier wieder bei einer weiteren Runde von Dishonored 2. Wie gesagt, Sokolov schnarcht auf unserer Schulter. Es ist echt erstaunlich, wie stark Emily ist. Also muss man echt sagen, die Gute, den Kerl da einfach so durch die Gegend zu schleppen. Ja, ist schon eine Sache, ne? Aber sie kann das anscheinend sehr gut. Gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir den da oben nicht bullen oder triggern, diesen Humblemann. Beziehungsweise muss ich Sokolov dann mal wahrscheinlich hinlegen. Boah, den da rausbringen ist auch eine Aufgabe, ne? Kommen wir da wieder rauf? Es hat nicht ganz so hingehauen, wie ich es gerne gewollt hätte, habe. So. Nichts wie rauf. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich zu dieser depperten Rune da, zu dem Knochenartefakt hinkomme. Ich weiß es einfach nicht. Richtig 20 Meter. Glücksritter und Assassine sind durch meine Türen gekommen, nur um ein paar Stunden später um Gnade und ihre Freilassung zu bitten. Alter. Ich muss nochmal runter. Ich will dieses blöde Knochenartefakt haben. Das muss da unten sein. Das gibt's nicht anders. So, ich muss da rauf. Die Menschen werden diesen Monat. Muss hier irgendwo sein, da oben, irgendwie dazwischen. Ah, ich glaube, ich habe schon, ich weiß schon wie, glaube ich. Kann ich den erwürgen? Warte mal, das ist ja gar nicht mal so schlecht jetzt, ne? Ich werde das Ganze jetzt einfach mal speichern. Was ich echt gemein finde, ist, ne, dass man den armen Sokolov nicht sanft irgendwie hinlegen kann. Da hat sie jetzt voll die Birne angehauen, ne? Tut mir voll leid. Danke fürs Geld. Das muss ja irgendwie gehen. Dass man hier diesen blöden Stromkreis unterbrechen kann, oder? Jetzt haben wir ja das Kabelwerkzeug. Wir waren ja schon mal dort, ne? Okay. Und du auch nicht. Och, Menno. Ist hier jemand? Tatsächlich. Fehler. Das Juwel des Südens, sagt. Ich hasse es, wie er die Leute anfeuert, die hier einbrechen. Er sollte sie einfach nach draußen geleiten. Warum quält er sie? Pass auf, was du dir wünschst. Wenn er sie nicht quälen würde, dann uns. Jim Bush isst kaum etwas. Vergisst auch mal mehrere Tage etwas zu essen. Was soll ich machen, wenn er eine jede Mahlzeit verschmäht? Das ist natürlich scheiße als Koch. Keine Frage. Wenn er Familie hätte, wäre es hier um einiges angenehmer. Aber sowas käme ihm nie in den Sinn. Verpfeift er mich? Sofort. Entschuldigung, bin schon weg. Ja, wie denn? Was denn? Ah, warte mal. Kommt man hier rauf? Ja. Cover, 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 cover. Aber hier rein nicht unbedingt, ne? Und hier rüber wird es auch nicht bringen, ne? Da oben rauf geht auch nicht.
da rein kann? Naja, bringt sie nicht viel, ne? Ist auch wieder irgendwie hinter der Mauer. Na, hoppala. Dann müssen wir eben doch noch einmal rauf. Also, fahren wir einmal zur Mitte. So, dann halt noch einmal rauf. Was soll's? Ich weiß nicht, wo das gejumpert ist. Ich gehe jetzt mal den Strom ausschalten. Das ist mal das Erste, was wir machen tun. So. So, das Teil ist jetzt manipuliert. Ich hoffe, dass es uns jetzt nicht mehr schaden kann. Ich werde auf jeden Fall mal speichern. So, speichern. Da. So, okidoki. Jo. Und jetzt teste ich das mal aus, ob wir jetzt da noch sterben werden. Na. Alles gut. So, jetzt können wir uns endlich mal darauf konzentrieren, diese Kakrune zu kriegen. Wie auch immer das möglich sein soll. Aber ich denke mal, dass wir mit dem Mittelding ein Stück... Aha, das geht nicht. Ich dachte, ich hätte noch Platz. Ja, ja. Verdient meine Gesellschaft. Werden Sie es sein, Fremder? Keine Ahnung, wie man zu dem Klumpert hinkommt. Ich geh jetzt einfach mal Sokolov holen, oder? Na, das bringt sich, glaube ich, auch nichts. Komm mit, Freund. So, dann probieren wir mal mit den Hebeln und so, ne? Beziehungsweise Statue. Ist da noch was zum Untersuchen? Nö, das ist nur Licht, ne? Dann würde ich sagen, mal hier hinstellen. Aha, da ist nichts. Ich dachte, das wäre ein Schalter. Wo ist er? Na, nicht ablegen. Dann stirbt uns noch. Aha. Sie haben also meinen Blitzpfeiler deaktiviert. Nicht schlecht. Entschuldigung. Nochmal. So. Fall ich da ins Wasser mit Sokolov. Ja, großartig. Wasser? Muss ich vielleicht durchschwimmen? Warte mal kurz. Ich lasse vielleicht Sokolov sogar im Lift derweil drinnen und erforsche das Ganze mal und hole ihn dann, wenn wir soweit sind. So. Deaktiviert. Nicht schlecht. Hey! Okay. Toll. Und jetzt? Okay, da ist nirgends ein Loch. Ach, jetzt stell dir jetzt an. So. Großartig. Aber wir sind jetzt ein bisschen weiter runter, ne? Unten drunter. Vielleicht kriege ich ja auf diese Art und Weise, was ich haben will. Aber ich glaube nicht. Das kann es echt nicht sein, oder? Dieses blöde Knochenscheißding. Du da! Kann ja echt nicht sein. Es geht endlich voran, aber wo bleibt Jindosh? Aha. Wieder Bodens. Oh, schau, das ist eines der Federwerke. Aber was macht es da? Ist das eine Art Labyrinth? Das
Das ist wohl ein Raum für Experimente und Tests. Woher weißt du das? Du kannst doch nicht mal eine Uhr aufziehen. Jindosh ist nicht da. Meinst du, wir sind in Gefahr? Bleiben wir hier zur Sicherheit. Allmählich zweifle ich daran, ob ich etwas von einem Mann kaufen soll, der so ein Haus baut. Gut, da haben wir ein Büchlein, die erstaunlichen mechanischen Soldaten. Eine präzise Geschichte des Erschaffers persönlich, Kirin Jindosh, serkonischer Erfinder. Kapitel 23. Verehrte Leser, es wird Sie mit Sicherheit faszinieren zu hören, dass frühere Modelle meines mechanischen Soldaten menschliche Gesichter besaßen. Ich werde es Ihnen erklären. Wie Sie aus den Kapiteln 18 bis 22 wissen, hatte ich die mechanischen Soldaten gegen eine Vielzahl von Gegnern getestet. Doch schon früh zeigte sich dabei ein Problem. Die Möchtegern-Diebe und Attentäter ließen sich von den zierlichen Keramikgesichtern der früheren Prototypen nicht einschüchtern. Einer dieser Verbrecher glaubte sogar, seinen Onkel wiederzuerkennen und versuchte sich mit dem Angreifer zu unterhalten. Unbeirrt entwarf ich einen neuen Kopf und versah ihn mit einer wahrhaft furchteinflößenden Fratze. Ich wusste, dass ich alles richtig gemacht habe, als das erste Testsubjekt vor Angst auf die Knie fiel. Großartig. Bravo. Bravo. Das hatten wir schon, die Zeitschrift. Was führt Sie zu mir? Das interessiert mich. Die lange Kette von Ereignissen, von Ihrer Zeugung in einer dreckigen Scheune irgendwo im Kaiserreich, bis zu der Sekunde, als Sie in mein Haus gekommen sind. Wie viele Menschen haben Sie wehgetan? Und wie viele Ihnen? Wie viele Fliegen haben Sie die Flügel ausgerissen? Alter... Noch nicht so viele eigentlich. Dieses Knochenartefakt macht mich wahnsinnig. Ich frag mich, was das wohl war. Sind Sie was und Sie auch was getan haben Sie hören getan? Sie auf. Ich bin schon fort. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich hoffe, das war kein Fehler, dass wir Sokolov zurückgelassen haben. Meine Lichtwand. Die ursprüngliche Version von Sokolov war effektiv, aber stillos. Mhm. Das Dumme ist, die können wir, glaube ich, nicht abschalten, oder? Orden des Orakels gespalten. Eine Repräsentantin der Schwestern des Ordens des Orakels in Serkonos stattete dem Großpalast in dieser Woche einen Überraschungsbesuch ab, um eine Nachricht zu überbringen, in der die bisherige Position des Ordens zur Unrechtmäßigkeit des Amtes unserer neuen Kaiserin Delilah Caldwin in Zweifel gezogen wird. Anscheinend bestehen gravierende Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Teilen dieser Gemeinschaft. Der Besuch im Großpalast brachte zwar keine Kehrtwende, führte jedoch zu folgender Erklärung von Herzog Luca Abele. Es freut mich, dass die Schwestern des Ordens des Orakels sich der Unterstützung unserer geliebten Kaiserin Delilah Caldwin angenähert haben. Ihr kühner Staatsstreich stellt einen Versuch dar, wieder für eine gerechte Herrschaft über das Reich zu sorgen. Und ich rate dem Orden des Orakels sowie dem störrischen Jedermannsorden Kaiserin Delilah sowie ihre Weisheit und Autorität umgehend anzuerkennen. Wir danken den Ordensschwestern für diesen Weitblick und rufen einen Tag der Feierlichkeit aus. Im Namen des Jedermannsordens forderte Vizeaufseher Liam
Bühne, ja, jedoch Zurückhaltung, da die letzten Sendschreiben des Ordens des Orakels weiterhin Gegenstand von Interpretation und Debatten sind. Okay. Danger. Schublade. Was haben wir denn da? Unser heiß begehrtes Knochenfragment. Na endlich, du Klumpert. Was? Endlich. So, das nächste. Mamilein. Wie ein Bachwerk einbricht. Ja. Einen Bettler verschlingen. Eine Katze auf einem Kissen schläft. Ich sehe gerade, das war nicht das Knochenfragment, das ich gerne gehabt hätte. Mich trifft nochmal der Schlag. So, wie kann ich das jetzt hier umgehen? Glücksspalerit. Das ist... Aha, da kommt man von der anderen Seite irgendwie rein. Dann muss ich mir das mal kurz anschauen. Tu mal die Waffe weg. Alter, der Kerl, ne? Wir warten auf Kirin Jin. Lassen Sie uns in Ruhe. Sie haben einen Brief von der Königin von Mali erhalten. Wie haben Sie das nur geschafft? Seltsam. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Vor allem nicht, so nah. Wir waren so nah. Lol. Ich würde gerne beim Fenster raus, auf die andere Seite wieder rein. Das wäre cool. Ist kaputt gemacht. K.A. Ich werde schon irgendwie hinkommen wieder. Wahrscheinlich von unten. So. Hallo? Was? Da unten ist jetzt die Küche, ne? Das heißt, wir müssen da rüber und wieder rauf, denke ich mal. Das Knochenfragment ist mir echt ein Rätsel. Aber das kann nicht da sein. Ich muss rauf, ne? Beziehungsweise da drüben war ich noch gar nicht. Ach so, verstehe schon. Gut, der arme Sokolov. Okay, dann wieder hier hin. Ich will das Knochenfragment haben. Ah! Nochmal runter. Ich habe was gesehen. Kann ich da ein paar durchkrabbeln? Da schau mal da. Warte, na komm. Mach. Ist denn das jetzt die Möglichkeit, Mädel? So. Warte bitte. Wo war das jetzt? Mal ein bisschen höher vielleicht? Kann man hier irgendwie raus oder gar rüber? Warte, jetzt falle ich ganz runter. Ach Mensch, Meier, ey. Jetzt komm. Hallo, Mädel. Also wirklich. So. Ah na, offen lassen, natürlich. Dazwischen irgendwo, ne? Da ging's rauf. Rein. Ihre Schritte verraten, dass sie eine Frau sind. Jung und durchtrainiert. Faszinierend. Der Kerl ist mir nicht wurscht, ehrlich nicht. So. Die Luke, irgendeine Luke habe ich geöffnet, ne? Da komme ich beim besten Willen nicht hin. Hm.
habe jetzt hier irgendwo was geöffnet. Glaube ich. So. Und irgendwie nochmal weiter nach oben vielleicht? Eventuell. So. Vielleicht da oben nochmal. Mal bewusstlos. Wir haben 30 Münzen bekommen und ich bin nach wie vor ahnungslos. Na komm. Passt. Ist okay. Wir plündern Münzen, jawohl. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder da. Leerer Beutel, sehr gut. Oje, 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 oje. Wah! Pff. Schlafen ja alle. Gut. Was haben wir da? Einmal Mana. Leere Flasche. Es geht Ihnen gut, hoffe ich. Was werden Sie tun, wenn die Wände näher kommen und Sie im Kampf gegen meine mechanischen Soldaten müde werden? Zeigen Sie sich. Was haben wir da? Ich habe keine Ahnung, wo dieses dumme Ding ist. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt Sokolov hier rausbringen. Labor 80 Meter. Sokolov 26 Meter. Das Knochenartefakt macht mich wahnsinnig. Ich kannte diese Welt vor 15 Jahren. Teile von mir bleiben, doch die Welt wirkt seltsam. Nochmal? So viel, ich sehe. Gerade nur. So weit kommen. Sind da nicht noch mehr Sachen gewesen zum Suchen? Nur noch das eine? Wo ich am Verzweifeln bin? Wie kein Kabel. Werkzeug. Ich hab doch eins. Nicht? Ich hab keins. Das muss ich erst finden. Das ist wieder Kaka. Das ist echt doof, dass man das... Wow, verdrückt, Entschuldigung. Das ist echt doof, dass man das nicht behalten darf. Das ist mal richtig doof. Aha. Abzulenken. Okay. Vielleicht viel später. Wir gehen mal Sokolov herauf schaffen tun. Ich habe keinen Plan, wo dieses Knochenartefakt ist, wie man zu dem kommt. Ich habe echt gedacht, man kann da irgendwie wohin klettern oder kriechen, aber das schaut mir nicht, was nicht, das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht bekommen. Ich will da jetzt auch nicht 20 Jahre hier verbringen, um das zu kriegen. Ganz ehrlich. Warte mal. Journal. Wo müssen wir eigentlich mit dem Sokolov hin? Wir müssen ihn einfach hier rausbringen, oder was? Komplett weg? Oder, Mission. Bring Anton Sokolov zurück zum Wagen. Okay, da bin ich ja sowieso komplett falsch. Bring. Das mit Labor stimmt dann ja eh nicht, ne?
etwas klappt schon mal. Ich habe die Mechanik meines Hauses geschafft. Wie eine Ratte, die an Kabeln nagt. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Auf jeden Fall müssen wir... Ich glaube, ich gehe falsch, aber ist wurscht. Hätte ich da... Zum Wagen. Ich brauche nur da durch. Warte mal kurz. Ach, das brauche ich nicht. So, ich brauche nur da durch. Okay. Einmal nach unten oder was? Mittelding und einfach raus. Lol. Das wär's. Mehr nicht? Ja, ich bin einfach doof. Okay. Notieren wir das mal für uns. Ich bin doof. Vielleicht habe ich da doch noch die Chance, dieses dumme Knochenartefakt zu finden. So, einfach nur doof. Mehr nicht. Gut. Ich hoffe wirklich sehr, normalerweise dürfte uns nichts passieren. Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir jetzt Sokolov retten können. Ich glaube schon, ich hoffe sehr. Ich höre meine eigenen Schritte, ne? Ja. Ist auch mal was Neues. Oder was anderes. Und dann, es kann ja nur in den Zwischenräumen sein, oder? Dieses blöde Artefakt. Ich werde dann mal da wieder durch reinschauen. Dann müsste das hoffentlich passen. So. Also. Sokolov war ein großer Denker seiner Zeit. Und jetzt ist er mein. Ich glaub nicht. Den kriegen wir hier schon raus irgendwie. Oh! Wechsle zu alternativen Taktiken. Kampf verloren. Oh mein Gott. Drei. Schleich ich? Na. Eindeutigen Gegner. Lauf. Kann ich die irgendwie unter... Kann ich die irgendwie austricksen? Wow. Setz mal irgendeiner hin. Na. Alter. Das musst du auch wissen. Boah. Okay. Kann ich hier eigentlich nehmen, ne? Boah, ist das übel. Okay, Sokolov, mein Freund. Das alles ist nicht so einfach. Gut, ich muss mich wieder umsetzen. Der Part ist auch zu Ende. Ach du Heilige. Diese Maschinen. Okay, man kann den Kopf runterhauen, ne? Wenn man das geschafft hat, werden sie aber, greifen sie alles und jeden an, ne? Boah, ist das scheiße. Scheiße schwer. Mein lieber Freund. Ich leg dich mal hier ums Eck. Oder ich leg dich hier rauf aufs Sofa. Das wieder ausschaut. Intelligenz. Leidenschaft. Vielleicht etwas, das ich nicht messen kann. Ich versuch's trotzdem. Alter. Speichern und Part beenden. Jawohl. Einmal durchgepfiffen. Ich habe keine Ahnung, wo das Knochenfragment ist, ehrlich gesagt. Ich muss nochmal ganz kurz ins Journal reinschauen. Ich habe jetzt echt Angst, wenn wir jetzt mit Sokolov hier abhauen, dass dann die Hauptquest weg ist. Töte Kirish Dingensbum.
bring ihn zum Wagen. Es ist normalerweise nur eine... ein Teil, ne? Wenn wir das nicht abgeschlossen haben. Hoffe ich. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich muss schnaufen. Es ist... ja. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich sehe gerade, da unten dürfte das Knochenfragment sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wie haben Sie es in die Mechanik meines Hauses geschafft? Wie eine Ratte, die ein Kabel hakt. Ja, ja, schon gut. Tschüssi.